Auch wenn sie knapp 200 Jahre alt ist, gehört die Gitarre längst nicht zum alten Eisen. Bis diese Modelle einen Ton von sich geben können, müssen die Gitarrenbauer wie Christian Stoll noch einige Arbeitsstunden investieren. Kein Instrument bleibt bei ihm halbfertig hängen. Er weiß, aus welchem Holz eine gute Gitarre geschnitzt sein muss. Das Holz muss langsam gewachsen sein, die Jahresringe müssen eng beieinander stehen. Und die Sägewerke, die für Gitarrenbauer oder andere Instrumentenbauer auch die Hölzer aufschneiden, die wissen, dass sie das so schneiden müssen, dass die Jahresringe aufrecht stehen, senkrecht zur Schnittfläche. Ob das Holz letztendlich gut ist für den Klang, das entscheidet der Gitarrenbauer, indem er es anfasst. Er kann dagegen klopfen, da hört man was. Man kann die Quersteifigkeit bestimmen, indem man das Holz ein bisschen biegt oder mal drüber streichen. Und dann sagt einem das Gefühl und die Erfahrung, das Holz klingt oder es klingt nicht. Jedes Holz muss Christian Stoll glatt schleifen. Krumme Kanten haben hier nichts verloren. Anschließend zeichnet er die Form mit Hilfe einer Schablone auf das Holz. Sind beide Hälften zusammengepresst, bekommt die Gitarre ihr Sprachrohr, das sogenannte Schallloch. Holzleisten auf der Innenseite muss Christian Stoll mit einem Hobel abrunden. Die Gitarre hätte sonst einen verzerrten Klang. Ohne die Leisten würde der Spieler schnell in die Röhre schauen. Die Leisten sind dazu da, den Zug der Saiten auf die gesamte Decke zu verteilen. Bei so einer Stahlseitengitarre ziehen die Saiten mit einer Kraft von ca. 65 Kilo an der Decke. Und die Decke ist ja nur ziemlich dünn, 2,6 mm. Die hält nicht so viel aus und diese Leisten verstärken die Decke. Jede Gitarre braucht einen Hals. An der Säge schneidet ihn Christian Stoll zurecht. Der Gitarrenbauer hat das Bauteil aus mehreren Hölzern zusammengeleimt. Die richtige Kombination gibt dem Instrument später einen besseren Klang. Sind die Feinarbeiten erledigt, muss Christian Stoll Decke und Hals miteinander verleimen und zusammenpressen. Während das Instrument trocknet, bereitet der Gitarrenbauer ein weiteres Holz vor. Ja, das werden unsere Seitenteile, also die Zagen. Die feuchte ich jetzt an und biege sie dann über meinem heißen Biegeeisen von Hand in die richtige Form. Das Holz wird in dem Moment biegsam, wenn der Wasserdampf die Holzfaser durchdringt. Vorher nicht und nachher nicht. Das heißt, ich habe nur ganz wenig Zeit dafür. Es ist die kraftintensivste Arbeit beim Gitarrenbau. Christian Stoll muss aufpassen, dass er das Holz nicht durchbricht. Bei 200 Grad bringt er die Zarge in die typische Form. Wie schon der Hals müssen auch die Seitenleisten auf den Deckel gepresst werden. Gleichzeitig bereitet Christian Stoll den Boden der Gitarre vor. Feine Rillen in den aufgeleimten Streben sollen dafür sorgen, dass der Boden später regelrecht auf dem Korpus einrastet. Das macht das Instrument besonders stabil. Die Gitarre soll schließlich über mehrere Jahrzehnte halten. Dieselben Rillen schneidet Christian Stoll auch in den Korpus. Die detailverliebte Handarbeit lässt sich der Meister gut bezahlen. Rund 1500 Euro kostet am Ende dieses Instrument. Bis die Gitarre erstmals einen Ton von sich geben kann, hat Christian Stoll rund einen Monat an Arbeit investiert. Zum einen besteht der Bau einer Gitarre aus einer großen Menge von kleinen Einzelschritten, die sehr viel Sorgfalt benötigen. Auf der anderen Seite müssen diese ganzen Einzelarbeiten, die zum großen Teil auch Verleimungen sind, sehr lange trocknen. Eine Verleimung dauert 2 Stunden, bis sie hart ist, 24 Stunden, bis sie durchgetrocknet und belastbar ist. Und von daher zieht sich der ganze Prozess sehr stark in die Länge. Überstehende Kanten schneidet Christian Stoll wieder mit der Säge ab. Doch zwischen Zarge, Decke und Boden kann immer noch Wasser in die Gitarre eindringen und das Holz beschädigen. Aus diesem Grund bringt der Handwerker eine weitere Leiste an und presst sie mit Hilfe von Leim und Seilen an das Instrument. Einige Gitarrenbauer setzen diese Leiste als ihr persönliches Erkennungsmerkmal ein. Über die sogenannten Bundstäbe kann der Gitarrist später die Noten bestimmen. An der aufgerauten Fläche am Korpus haftet der Steg besser. Über ihn laufen später alle Saiten. Hier kommt es auf die Länge an. Ja, wir haben bei der Gitarre eine schwingende Saitenlänge. Die geht vom Auflagepunkt im Sattel der Saite bis zum Auflagepunkt im Steg. Das ist standardmäßig 65 cm. Und nach dieser Länge, 65 cm, werden die einzelnen Halbtonschritte hier berechnet. Mit einer bestimmten mathematischen Formel. Wenn man jetzt diese Gesamtlänge verkürzen will, muss man die Abstände neu berechnen.
Das ist dann zum Beispiel vorteilhaft für Leute, die kleinere Hände haben oder für Kinder. Was jetzt noch fehlt, sind die sogenannten Wirbel. Mit ihnen kann der Spieler die Saiten auf den richtigen Ton bringen. Bei dieser Gitarre sind die Saiten übrigens aus Stahl. Wenn alles passt, muss jedes Modell am kritischen Ohr von Christian Stoll vorbei. Alle Noten stimmen. Die Gitarre kann in den Verkauf. Eine von nur knapp einigen Dutzend Modellen, die Christian Stoll im Jahr fertigen kann.